Konjunktiv 2. Irreale Bedingung. Heute schauen wir uns die irreale Bedingung genauer an. Wenn ich meine eigene Firma gründen würde, wäre ich Chefin. Dieser Satz ist irreal. Es gibt keine Firma und ich bin keine Chefin. Aber wenn? Genau, wenn. Diese Sätze bilden wir mit der Konjunktion wenn. Wenn ich meine eigene Firma gründen würde, das ist ein Nebensatz. Das finite Verb steht hier am Ende. Beide Verben stehen hier am Ende. Wäre ich Chefin, ist der Hauptsatz. Das Verb wäre steht auf Platz 2, denn auf Platz 1 steht der ganze Nebensatz. Wir können auch mit dem Hauptsatz beginnen. Damit das Verb wäre wieder auf Platz 2 ist, müssen wir etwas ändern. Ich wäre Chefin. Der Nebensatz bleibt unverändert. Ich wäre Chefin, wenn ich meine eigene Firma gründen würde. Es geht auch ohne wenn. Dann müssen wir den Satz mit dem finiten Verb beginnen. Würde ich meine eigene Firma gründen, wäre ich Chefin. In diesem Fall steht der Nebensatz immer zuerst. Ja, auch wenn der Nebensatz mit dem finiten Verb beginnt, bleibt er der Nebensatz. Irreale Bedingungssätze können wir in der Gegenwart und in der Vergangenheit bilden. Folgende Situation: Maria braucht jetzt ein Auto. Jetzt Gegenwart. Wenn Maria im Lotto gewinnen würde, würde sie einen Porsche kaufen. Aber sie spielt gar nicht Lotto und kauft sich nur einen Golf. Eine andere Situation. Maria hat einen Golf gekauft. Hat gekauft, das ist Vergangenheit. Wenn Maria im Lotto gewonnen hätte, hätte sie einen Porsche gekauft. Und jetzt diese Sätze ohne wenn. Würde Maria im Lotto gewinnen, würde sie einen Porsche kaufen. Und für die Vergangenheit, hätte Maria im Lotto gewonnen, hätte sie einen Porsche gekauft. Nun fassen wir zusammen. Irreale Bedingungssätze sind in der Gegenwart und in der Vergangenheit möglich. Diese Sätze können wir mit wenn bilden. Maria würde einen Porsche kaufen, wenn sie im Lotto gewinnen würde. Maria hätte einen Porsche gekauft, wenn sie im Lotto gewonnen hätte. Natürlich können wir auch mit wenn beginnen. Wenn Maria im Lotto gewinnen würde, würde sie einen Porsche kaufen. Und wenn Maria im Lotto gewonnen hätte, hätte sie einen Porsche gekauft. Und es geht auch ohne wenn. Würde Maria im Lotto gewinnen, würde sie einen Porsche kaufen. Hätte Maria im Lotto gewonnen, hätte sie einen Porsche gekauft. Und die Verben sind hier würde gewinnen und würde kaufen für die Gegenwart und hätte gewonnen und hätte gekauft für die Vergangenheit. Wie genau man die Konjunktiv 2 Formen bildet, könnt ihr in diesem Video nachsehen. Das war's! Noch Fragen? Dann frag Amalia!